jeder Färbung. Auch das ND macht jetzt publik. Vorwärts mit Nelken in Aspik. Wenn ich schon mal ins Kino geh und mir auch noch nen Film von der Diva anseh und hab den Vorfilm doch wach überstanden, kommt mir doch fast mein Interesse abhanden. Dann muss man, das wissen Sie doch, Herrschaften, immer den langen Vorspann verkraften. Diva-Film jetzt noch länger und noch billiger. Darf ich Ihnen die Hand reichen, Kollege Schmidt? Freue mich, Sie kennenzulernen. Sehr viel von Ihnen gehört. Haben Sie Schmerzen? Nee, das tut nichts, gar nichts. Immer gar nichts, macht gar nichts. Ja, das ist auch richtig, sehr richtig. Immer schön die Zähne zusammenbeißen. Schön so haben. Scheiße, Zahnbrauch, Krankenkassen. Den Mann brauchen wir. Herr Kollege, was sagen Sie dazu? Er hat ein angenehmes Äußeres, auf den ersten Blick unheimlich sympathisch. Auffallend höflich und bescheiden. Mhm. Ich glaube, das ist ein Mann, der noch rot werden kann. Wie meinen Sie das? Na, den suchen Sie doch mal, wo doch alle denken, Sie sind es schon. Zumindest seit Ihrer Pionierzeit. Vor dem Kinobesuch die Pille nicht vergessen. Denn man weiß nie, wie nah man sich kommt. Zilli, 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 du bist mein Großes. Übrigens, der Koch vom Haus der Republik wird's auch mit Nelken in Oh, Scheiße! Das war das 0:1! Tippte Torwart Jonas! Das war das 0:1! Tippte Torwart Jonas! Mist! Das ist die rote Karte, jawohl! Der Spieler Nummer 1 von TNT, tippte Torwart Jonas, muss vom Spielfeld! Der muss vom Spielfeld! Der muss vom Spielfeld! Der muss vom Spielfeld! Das ist ja ein tolles Ding, was hier passiert! Man muss da wieder mal ausbrechen können. Das ist doch der Bus nach Tokio. Und der Elektronik im First Class, sagen wir so. Maestro und Bidi Platz habe ich schon vorausgeschickt. Ach, ist im Buchhändler? Nee, geht nur kurz. Puppenspieler aus Marane. Glauben Sie aber nicht. Hier, meine Papiere. Ich vertrete sozusagen die DDR puppenmäßig. Seit 100 Jahren im Familienbesitz. Jetzt VEB Puppe. Am 1. Mai sind Nelken schick, am 2. nur noch im... Ja, Moment. Trickbläser, was? Machen Sie mal aus voller Lunge. Ich spreche doch deutlich, weiße Werbewoche. Hauptaufgabe einsparen. Hauptweg Unterlassung jeglicher Werbung. Macht alles weiß, weiß, weiß. Jede Fläche, jede Platte, jede Wand. So weiß wie Watte. Die Stadt und auch das Land macht alles weiß. Scheiße. Doch merke ich mir höchstens den Regisseur. Betriebe und Institutionen sind nicht identisch mit irgendwelchen Betrieben oder Institutionen der DDR. Die von uns gezeigten Ereignisse könnten sich allerdings abspielen nur im Bereich des Filmwesens. Und deswegen drehen wir unter dem Motto: Ewig lebe der 30. Jahrestag des DEFA-Studios für Spielfilme. Doch nach dem Film weiß ich den auch nicht mehr. Dann kriegst du Nelken hin.